Herrgott, nun mal, endlich mal eine Pause vom Haushalt. Ich kann es hier nicht mehr ertragen. Von morgens bis abends kochen, putzen, Staubsaugen, Badwand putzen, Bad putzen, Brettchen putzen, 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 putzen. Irgendwann ist auch mal ein Punkt, wo man eine Pause machen muss. Ich bin halt einfach so ein Fried, bei mir muss alles blitzeblank sein. Von oben bis unten, ein Schwab halt. Angefangen samstags, Dusse, das Trottwarfäge. Und dann wird der Schachtdeckel poliert. Und dann wird das Auto geputzt. Und dann wird der Rasen gemäht. Und abends kann man dann jeglich Sportschau gucken. Aber bloß, wenn man alles gemacht hat. Sonst nicht. Ja, aber in so einer Pause, da denke ich über so einiges nach. Weil was mir am meisten am Haushalt und in den Garten, also haushaltsmäßig, furchtbar nervt, ist die Staubsaugerei. Staubsauger ist eine Katastrophe. Entweder man verheddert sich im Kabel und hagelt in der Gegend rum, oder reißt alles mit sich, oder hat irgendetwas falsch eingestellt und der Staub nimmt es wieder hin und aus und so weiter und so fort. Das nervt mich dermaßen. Und deshalb habe ich mir etwas überlegt. Ich gucke jetzt gerade in die Zeitung rein, weil der Geizer scheinbar in der Zeitung, in Kleinanzeiger, hat mir der Nachbar gesagt, gebrauchte Staubsaugroboter. Mensch, gebrauchte, weil nein, kannst du ja kein Kabel, die sind ja furchtbar da hier. Aber so ein gebrauchtes Ding, wo da in der Gegend rumrast, in der Wohnung und so, und staubsaugt, das wäre nicht schlecht, oder? Obwohl, ich habe einen kleinen Hund. Da muss ich mir überlegen, was ich da mache. Entweder verfolgt noch der Staubroboter der Hund oder andersrum. Wenn der da in das Ding reinbeißt und elektrisiert sich, dann stellt er ja da so aus. Höchstens fährt mit dem mit, weil er mag ja Spaß. Dann setzt ihn einfach auf den Roboter drauf und dann soll er mitfahren. Das ist doch eine Idee. Aber erst muss ich mal das Ding hauen. Das ist mal das Wichtigste. Ich muss das Ding hauen. Jetzt gucken wir doch mal, was es da tatsächlich gibt. Bekanntschaften. Er sucht sie. Neu. Das brauche ich nicht. Ich bin glücklich verheiratet. Und was ist das? Vermietungen brauche ich auch keine. Landwirtschaftliche Geräte. Jetzt. Vielleicht hat es da auch Rasenmäherroboter drin. Mal gucken, weil das wäre auch nicht schlecht. Die wurden nämlich immer älter und fauler. Nee, es dreht sich jetzt um den Staubsaugroboter und nicht um die Haushaltsgeräte. Jetzt kommen wir der Sache näher. Haushaltsgeräte. Schnellkochtopf. Schnellkochtopf. Was brauche ich einen Schnellkochtopf? Ich mache sowieso alles in der Mikrowelle oder in der Pfanne. Manchmal braten es in der Pfanne wegen arg an, aber also kann man es immer. Neulich, das war echt. Da bin ich echt hier verzweifelt. Da habe ich gedacht, das heute geht's Pommes. Aber Fritese habe ich ja keine. Und das ganze Fett, da bin ich mir auch nicht so einig. Nicht, dass einmal Küche in die Luft fliegt. Die macht die Dinger im Backofen, aber der ist so weit drinnen und ich habe es dermaßen im Kreuz, weil ich da nahen muss und das raus reinziehen von den Pommes, dann mache ich mir halbe Hehe. Also keine Pommes. Doch, ich will Pommes, habe ich gedacht. Und dann jetzt hole ich die Pfanne raus. So, dann habe ich die Pfanne rausgeholt und habe so eine richtig schöne Ladung Fett rein da. Man braucht ja Fett zu den Pommes. Und dann habe ich die Pommes da reingeschmissen und habe den Herd angestellt. In der Zeit hat es klingelt. Der Nachbar mit einer Flasche Bier da gestanden. Wie sieht es aus, trinken wir heute? Kann man ja nicht neu sagen. Und dann haben wir miteinander Batsch übergeholt und die Welt über Staubsaugroboter und über Rasenroboter, über Bulldeck und über alles drum und dran. Und vor mir sagt er, du drückst bei dir, stinkt es dermaßen in der Küche. Und ich, ach du Scheiße, hoffentlich brennt es noch nicht, habe ich gesagt, und bin schnell reingerannt und habe die Pfanne rausgezogen von der Herdplatte. Jetzt brennt es nicht, also das Fett hat sich Gott sei Dank noch nicht entzündet. Aber das Problem ist quer, meine Pommes waren kohlrabenschwarz. Jetzt was machen? In einer Stunde kommt es Frau heim, ich will Pommes essen. Jetzt bin ich da gestanden, nochmal machen oder was, da habe ich auch keinen Bock gehabt. Dann ist mein Nachbar reingekommen und gesagt, du Jürgen, was hast du denn da? Und dann sage ich, da guck, meine ganze Pommes sind kohlrabenschwarz, ich kann es nicht mehr verwenden. Dann sagt er, komm, ich helfe dir. Hast du einen Kartoffelschaber? Was Kartoffelschaber? Da ist doch die Schaber, wo man die Schale wegmacht von den Kartoffeln. Ja, das habe ich sogar zwei.
Und dann sagt, hol's raus aus der Schublade, sagt er. Dann ist es rausgeholt, dann sagt er, jetzt guck mal. Jetzt nehmen wir jede Pommes einzeln und jede schwarze Raschabe. Guck mal, wie schön die wieder rauskommen. Und dann tust du sie einfach in der Mikrowelle nochmal warm machen. Gesagt, getan. Eine ganze Stunde sind wir fast da gestanden und haben die Pommes angeschabt, dass die schwarze weggegangen ist. Du, also einwandfrei. Meine Frau war aber jetzt begeistert. Was hat sie gesagt? Salz darf fehlen. Naja, ist ja nicht so schlimm. Okay. So, Staubsaugerrobot. Dem Staubsaugen ein Ende. Was schreibe ich dir? Der nächste Staubsauger so und so, also ich will da jetzt keine Werbung machen, mit einer Stärke von so und so, ein Dieselmotor mit voller Kraft. Sie brauchen nur noch das Staubsauger in die Luft halten oder irgendwo anbinden in der Stube und können getrost dabei Zeitung lesen oder schlafen. Der Staubsauger saugt mit voller Kraft den Staub ein und es braucht nicht mehr gestaubsaugt werden. Ja, also mein Staubsauger hat bestimmt nicht so viel Kraft, was steht denn da noch? Probieren Sie es mit Ihrem Staubsauger einfach mal aus. Er wird jetzt nicht gleich die ganze Wohnung staubfrei halten, aber dann wissen Sie, wie es funktioniert. Und wenn Ihnen das Ganze gefällt, dann rufen Sie an unter der Nummer ab. Sag jetzt nicht. Soll ich es mal probieren? Mal sehen, was da dabei rauskommt. Das würde mich schon interessieren, ob das tatsächlich funktioniert. Da kann ich hocken, da kann ich schlafen, vielleicht sogar noch Quetsche spielen oder einfach Zeitung lesen oder Staubsauger schafft. So sieht so ein Staubsaugerrohr aus. Jetzt habe ich ein Bierstand schon weggemacht. Und natürlich, wenn das jetzt tatsächlich so wie viel Kraft hat, wie den hier Staubsauger, halt, das darf natürlich nicht passieren, wie der in ihr Staubsauger. Und kann ich mir gut vorstellen, dass das der ganze Staub einsaugt. Solange es nicht das Mobiliar mit reinnimmt, ist mir das egal. Jetzt tue ich es einfach mal testen. Einen kleinen Moment. Ha, ist optimal. Also, Donnerwetterrad, das ist normal, aber auch so ein Krampf. Und wie soll das noch mit dem Staubsauger funktionieren, wo noch stärker ist? Also, jetzt sagt mir so ehrlich sein, wie soll ich da entspannt Zeitung lesen können oder entspannen? Das, also, aber langsam sind sie nämlich ganz sauber. Ich weiß nicht. Vielleicht finde ich irgendwann mal doch nur so einen Staubsauger-Roboter. Mal sehen. Aber jetzt habe ich keinen Bock mehr zum weiter Zeitung gucken. Jetzt muss ich entspannen, weil ich bin so geladen. Also sowas heute, also so ein Blödsinn schreiben. Hat die nicht ich schon mal unter der Nummer. Aber dann sage ich dermaßen Meinung. Dermaßen Meinung sage ich denen. Jetzt muss ich runterkommen. Ich muss runterkommen, das hat alles keinen Wert. Und das tue ich meistens am besten und am gernsten mit meiner Quetsche. Meine Quetsche ist meine beste Freundin. Wenn ich Zähne baumeln lassen will, wenn ich runterkommen will, gell, ja. Und, ja, das probiere ich jetzt einfach mal. Mein Staubsauger, mein Staubsauger ist schön. So ein Blödsinn. Nicht einmal beim Quetschenspiel kann ich mich runterfahren wegen dem blöden Staubsauger. Also da hört sich alles auf. Jürgen, fahr runter, spiel Quetsche. Oh, ich koch so gern Pommes aus der Pfanne. Oh, ich koch so gern Pommes aus der Pfanne. Das ist auch viel besser. Koche tue ich auch gern, aber jetzt doch nicht. Herrgott nochmal. Also, jetzt fangen wir nochmal von vorne an. Am besten ist ja ein ganz miedlich schwäbisches Liedle. Auf der schwäbischen Eisenbahn. Staubsauger. Schon wieder Staubsauger.
vergesst nicht mit, ich spiele das bloß, gell? Vielleicht kommen wir schon wieder auf die Haushaltstipps. Also, das mit den Haushaltstipps, Staubsauger, schwarze Pommes und so weiter, ist ja alles gut und schön. Aber das Schönste für mich ist halt immer noch meine Grätsche. Und wenn ich die rumhau, dann geht mir's gut. Und das werde ich auch weiterhin beweisen. Für euch auf YouTube. Öffentlich auftreten dürfen wir ja nicht. Ich hoffe, dass das auch mal wieder kommt. Wäre auch mal wieder schön. Also, aber wenn ihr noch öffentlich auftreten braucht, keine Angst habe, ich mache keine schwarze Pommes für euch. Ich mache Astreine Musik. Euch nur einen schönen Tag.